Jetzt ist auch wieder so eine leichte Bärme hier. Und drüben ist jetzt nicht mehr ganz so steil wie noch da vorne. Seht ihr, wie sich das langsam, da vorne ist noch ganz steil. Und hier ist das jetzt mit einer Bärme links und rechts. Boah, halt doch mal die Schnauze da. Ich lasse einfach laufen. Ich habe ein bisschen Nachholbedarf. Und wenn das zwei volle 40 Minuten Videos werden, ist mir auch egal. Ich lasse jetzt einfach laufen. Stört mich der Weg, der hier direkt neben dem Zaun hergeht. Das Wasser sieht jetzt ein bisschen besser aus.
Keine Ahnung, ob sich die Mockestoffe da alle abgesetzt haben von vorhin. Jetzt kann man wieder alles sehen. Im Grund sieht optisch klar aus. Oh, keine Treppe. Bei Gitter darf ich ja nicht. Ah, ist noch so ein Ölfilm auf dem Wasser. Alles voll. Bitte das. Obwohl, jetzt sind Fische zu sehen wieder. Oh, klang irgendwie hohl. Ja, sind Fische drin. Die falsche Seite erwischt. Bis. Scheiße. So breit schaffe ich nicht. Oh Leute, ey. Wenn ihr schon hier Party macht, nehmt doch bitte den scheiß Müll mit. Kann doch nicht so schwer sein. Ist so scheiße, Mann. Ah, ist der Zaun kaputt. Oh, was ist das? Hast du deine Mama verloren, Kleines? Na Kleine.
Leute, Köttelbeckenalarm, eindeutig. Da gibt es keine zwei Fragen mehr. Ich versuche mal hier rüber zu kommen. Ah ja, Kleine, ich hoffe, du findest deine Familie wieder. Wahrscheinlich sind es die, obwohl, nee, die von vorhin, die waren zu weit weg. So, ob ich das schaffe. So, nee. Nee. Klopapier. Ich meine, hängt ja genug in der Mitte rum. Da. Köttel. Köttelbecke gefunden. Den Kanal haben sie wohl schon gebaut hier, aber das muss noch getrennt werden. Das ist schon die zweite Köttelbecke, die ich heute finde. Wer hätte das gedacht? Und das im Lippegebiet. Ich habe im Leben nicht mitgerechnet. Also ich gehe gleich wieder am Heringer Bach lang. Nur das muss ich mir natürlich angucken hier, was hier noch zu sehen gibt. Ist das eventuell der? Ist das der Hoppeibach? Also ich meine, der Hoppeibach ist der letzte. War die letzte Köttelbecke, die sie renaturiert haben. Also wo sie zumindest Abwasser
rausgenommen haben, zusammen mit dem Kortelbach. Die beiden, das waren so ziemlich die letzten. Wenn ich mir das allerdings so angucke, und das ist ja auch schon ein bisschen her, dass da die Erfolgsmeldung kam, ja, ab jetzt abwasserfrei. Puh. Sollte das dann nicht hier anders aussehen? Also. Kann natürlich sein, dass vom Regenvorfall vor kurzem der Kanal übergelaufen ist. Aber also hier in den Bach abgeschlagen hat und das deswegen noch so aussieht. Jetzt die Farbe hier. Nur davon, dass das den Boden aufwirbelt und da die Mocke mitnimmt, nach all der Zeit. Das kann eigentlich nicht mehr sein. Das sieht auch nicht. Das sieht. Wir haben super Wetter, also. Ja, dann haben wir ab jetzt wieder eine Köttelbecke hier. Heringer Bach. Stark verdünntes, nicht mehr klärpflichtiges Wasser kann ich nie gelten lassen. Echt nicht. Guckt euch das an. Ah, stinkt das. Außerdem soll das ja auch in Gewässer fließen, wo eine gute Verdünnung stattfindet. Und der Heringer Bach hat ja selbst kaum Wasser. Mit Ölfilm obendrauf. Ja, sieht zwar viel breiter aus, aber er hat überhaupt keine Abflussgeschwindigkeit. Das bisschen da, das ist keine gute Vermischung, Durchmischung. Guckt euch das an, wir haben eine Köttelbecke. Wir haben eine Köttelbecke hier. Aber sowas von. Braucht mir keiner was anderes erzählen. So, jetzt passiert irgendwas. Die ganze Köttelbecke wird jetzt hier abgeleitet. Fließt irgendwo rein. Also, falls noch irgendwelche Fragen bestehen. Spätestens, wenn derjenige hier steht und einmal tief einatmet, weiß er Bescheid.
Das geht in irgendeine Kläranlage. Das ist 1A Köttelbecke. So, und das sind die Reste hier, die dann überbleiben, wenn mal Hochwasser ist. Und die Aufnahmekapazität von dem Ding hier, mit dem kleinen Röhrchen, wenn das da nicht mehr weiterlaufen kann, einlaufen kann, dann schwappt das hier drüber. Dann haben sie hier stark verdünntes, nicht mehr klärpflichtiges Wasser. Kein Wunder, dass beim Heringer Bach Pumpwerk in Hering so wenig Wasser ankommt. Da ist das Ende der Köttelbecke. Von wegen hier Durchgängigkeit und Abendfische im Wiescherbach. Cool. Gut, dass ich hergegangen bin. Friedhof nebenan. Ah, sieht das hier die Ölflecken da überall. Oh, es kommt ein relativ unerfreulicher Bereich, den möchte ich schnell hinter mir lassen.
Genau neben mir ist wieder so ein Parkweg. Hat da jemand vermisst? Ja. Irgendwas anderes. Die andere Seite ist auch nicht viel besser. Ich hoffe, da hinten nach der Mauer wird es wieder ein bisschen ruhiger. Das ist doof jetzt hier. Lagune Herringen. Ich müsste mal langsam mal zu dem Bereich kommen, wo die Mündung ist. Also der Düker zumindest. Kann nicht mehr weit sein eigentlich. Von meinem Gefühl her. Straße. Seltsam, so was habe ich auch noch nicht gesehen. Irgendwelche Metallrohre, die bis auf den Grund der Sohle laufen, abgedeckt durch Wellbleche. Sehr komisch. So, was haben wir denn hier Schönes? Immerhin. Ich habe die Seeker 2 zu Hause vergessen, nicht Depp. Gut, dass ich meine wenigstens mit habe. Was ist meine? Meine alte.
So. Mal kurz die ganzen Spinnweben loswerden. Ah, guck mal da. Da kam früher auch schön Köttelbecken. Zufluss. Komisch geguckt. Oh. Das wird ein weiter Weg zurück, das weiß ich jetzt schon. Hey Marc, vielleicht hat ja da jemand mal seine Wäsche aufgehangen. Oder hier. Aber ich glaube, die hohen Häuser standen da früher noch nicht.